Hallo Internet. Heute geht es um Dichtung und Wahrheit, respektive über die Wahrheit rund um Dichtungen. Das hier ist ein Simmerring, auch bekannt als Wellendichtring. Und wie der hergestellt wird, schaue ich mir heute bei Freudenberg Sealing Technologies an. Und starten tun wir mit der Materialforschung. Was hier aussieht wie eine Hexenküche, ist das Technikum bei Freudenberg Sealing Technologies. Da werden lauter lustige Sachen zusammengemischt, aber was das genau soll, das weiß ich natürlich nicht. Da brauche ich einen Experten. Dazu habe ich Ihnen Herr Dr. Traber. Herr Traber, Sie sind hier der Leiter Vorentwicklung bei Freudenberg Sealing Technologies. Erste Frage, ganz banal, aus was besteht denn eigentlich so eine Dichtung? Eine Dichtung verwendet als Werkstoff ein Elastomer. Ein Elastomer ist aufgebaut aus einem Kautschuk, aus verschiedenen Füllstoffen und Verarbeitungshilfsmitteln sowie Vernetzungschemikalien. Und wie werden die dann zusammengeknetet? Kommt da einer und knetet? Nein, dazu benutzen wir einen Innenmischer. Den sehen Sie hier. Ein Innenmischer ist aufgebaut aus zwei gegeneinander drehenden Mischungen, die das Elastomer verarbeitet, ähnlich wie ein Backteig. Der Prozess des Mischens ist aufwendiger, als ich dachte. Weil damit die Vernetzungschemikalien richtig reingemischt werden können, braucht es auch die richtige Temperatur. Im Innenmischer da hinten wurde es zu warm, also muss der nächste Schritt hier draußen auf den Walzen temperaturkontrolliert erfolgen. So, das ist ja hier jetzt das Technikum und nicht die normale Serienfertigung. Was erforschen Sie denn hier eigentlich genau? Die Dichtungswerkstoffe müssen immer wieder auf neue Ansatzbedingungen abgestimmt werden, wie neue Temperaturen, Medien und Langzeitbedingungen. Und dafür entwickeln wir neue Rezepturen, die hier im Technikum überprüft werden auf ihre Einsatzfähigkeit. Wunderbar. Und wie jetzt aus diesem Material am Ende eine richtige Dichtung wird, das schaue ich mir im Werk an. Was wir eben im kleinen Stil hatten, haben wir hier in großem Stile. Rund eine Tonne Kautschuk wird hier zu Hochleistungselastomeren verarbeitet. Wenn die hier durch sind, werden sie da hinten zu langen, dünnen Strängen gepresst. Hier wird die Gummimischung noch warm in den Extruder geschoben. Dort wird sie mit Druck richtig gepresst, im Prinzip wie diese Play-Doh-Sachen, wo das rausgequetscht wird, und kommt dann hier in 8 Strängen a 9,8 mm hier vorne wieder raus und wird dann da auch noch aufgerollt, damit daraus dann die Dichtungen gemacht werden können. In so einem Simmerring ist nicht nur Gummi, da sind auch Federn. Und die werden hier hergestellt. Wie wir bei den Federn gerade gesehen haben, besteht so ein Simmering nicht nur aus Gummi. Was da sonst noch drin ist, frage ich jetzt mal den Herrn Müller. Herr Müller, Sie sind hier der Werkleiter für den Bereich Simmering. Was steckt denn in so einem Dichtring noch alles drin? Ein Simmering besteht aus 3 Komponenten. Sie haben einmal das Elastomer, Sie haben zweitens das Metallversteifungsblech und drittens eine Wurmfeder. Wie werden die zusammengefügt? Das passiert beim Spritzguss. Sie haben in einer Spritzgussmaschine das Elastomer, was eingezogen wird. Damit wird das Metallteil umspritzt. Das sieht dann so aus. Der Schirm wird entfernt und dann haben Sie die Dichtungsfunktion, die noch durch die Wurmfeder verstärkt wird. So, das war sie, die Wahrheit über Dichtungen. Ich habe heute gelernt, wie man aus dem hier das hier produziert. Eine Dichtung, eins der am meisten unterschätzten Bauteile in der Maschine. Relativ preiswert im Vergleich zur Maschine, aber wenn sie mal kaputt geht, dann kann das richtig, richtig teuer werden. Deshalb lohnt es sich, schon im Konstruktionsprozess zu Beginn zu überlegen, welche Dichtung eingesetzt wird und hier auch den Rat eines erfahrenen Dichtungsherstellers mit einzubeziehen. Denn heutzutage gibt es unterschiedliche Fluide, unterschiedliche Schmiermöglichkeiten und unterschiedliche Einsatzbereiche. Von den Simmerringen bis über Kassettendichtungen und ist die Einsatzvielfalt enorm. Also, wenn es Ihnen gefallen hat, ich bin nämlich jetzt unterwegs und mache mich vom Acker mit meinen Dichtungen. Liken, sharen und den Kanal abonnieren. Ciao!